Hey Leute, willkommen zurück zu Demon's Souls. Nach dem letzten Kampf gegen den Richter, wo ich ja leider zwei Versuche gebraucht habe, aber ich finde das bei Demon's Souls, das kann immer passieren. Ich habe da wenigstens beide Taktiken gleich gesehen. Gehen wir gleich nochmal zurück zu dem, also zumindest zu seinem Keilstein. Weil ich will euch jetzt auch mal was zeigen. Ich werde in dem Level jetzt nicht weitermachen, das ist jetzt gerade zu schwierig und das würde auch reinfolgentechnisch einfach nicht passen. Eigentlich hätten wir vor dem Richter ganz und gar sogar noch woanders hingemusst, aber ich will euch hier diese Stelle zeigen. Deswegen habe ich den Richter auch zuvor gemacht. Da gibt es einen super Farmspot für Seelen. Und zwar, wenn wir jetzt hier runtergehen, erstmal wieder diese ekligen Viecher. Könnte ja loswerden, also versucht es ruhig. Es ist noch nicht angedacht, hier in dem Level weiterzukommen. Naja, muss nicht sein, darum geht es doch nicht. Hier liegt noch irgendwie eine Seele rum. Eine sagenumwobene sogar, also die ist richtig was wert. Und ein Stein. Wo war denn der? Hier müsst ihr aufpassen, hier glitscht man relativ schnell runter. Nicht gut. Ich vermisse eigentlich noch ein Item. Ah, vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht kommt das hier noch gar nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Das Item meinte ich jetzt gar nicht. Da haben wir einen Händler. Hallo da. We meet again. Das ist der, den wir befreit haben. Cheer up. Life is an adventure. Der hat alles Mögliche. Wurfwaffe, Kuna, alles nicht so interessant. Die Sachen sind schon ein bisschen interessanter. Die kriegt man auch von den fliegenden, die Wolkensteine kriegt man auch von den fliegenden Rochen. Alle Pfeile, das ist gut. Heiliger Pfeil ist mit am besten, kostet halt einen Haufen Geld. Wobei, die kann man auch in diesem Level farmen hier. Und da habe ich, was ich möchte. Okay, also bloß zum Nachrüsten ist der super. Well. Ja, ja, well. So, jetzt kommt eine kleine Zwischensequenz. Der ist nicht ganz alleine, der Keulentyp da, der Sensentyp. Der hat die Jungs dabei. Das Problem ist, die Jungs sieht man nicht. Die sind unsichtbar. Die sieht man erst in dem Moment, wenn sie einen treffen, angreifen. Aber wir haben alle Baugen dabei, ne? Baugen jetzt, ne? Wisst ihr Bescheid? Mensch. Es dauert ein bisschen. Scheiße. Aber, das ist ein super Farmspot für Seelen. Jetzt gucken wir mal meinen Seelencounter an. Jawohl. Ist das geil? Das für ein paar Pfeile? Prima. So. Also das heißt im Prinzip immer wieder rein in die Level, raus aus den Level. Kann man ewig machen. Kriegt man halt immer 5000 auf einmal. Wenn man dann noch irgendwelche Gegenstände hat, die einem eben ermöglichen, das zu erhöhen. Ist das noch besser? Und der Keilstein ist ja gleich hier. Also, überhaupt kein Thema, ne? Geht mal wieder raus, geht mal wieder rein. Der ist wieder da. Man knallt ihnen halt 3, 4, 5 Pfeile von Latz. Und das Ding ist essig. Mit Magie kommt man nicht ran. Das ist ein bisschen weit weg. Das haut nicht hin. Das funktioniert leider nicht. Ich will mich jetzt bloß mal kurz hier umgucken. Es nicht noch irgendwas gibt. Ich weiß, ja. Ich weiß, der hat was fallen lassen. Ich weiß bloß nicht, ob ich hier wieder hochkomme. Ich glaube nämlich eher nicht. Ah ja, doch, das geht sogar. Man muss bloß ein bisschen vorsichtig sein, weil das war nicht alles, was hier an Gegnern rumfleucht. Ich glaube, hier rennt noch so ein Rotauge rum. Kann sich auch fallen lassen, aber da verliert man immer Energie, wenn man sich in der Haupthalle fallen lässt. Ich wollte hier noch gar nicht so viel rumeiern. Ja.
Kriegt noch eine Seele, sehr schön, sehr schön. Nice, nice. Mit den Mond- und Dunkelmondscherben und Halbmondscherben kann man halt diese magischen Waffen machen. Die skalieren dann aber auch mit... Moment. Mit Wille. Ich weiß, hier ist noch ein ziemlicher Drecksgegner auch noch drin. Dahinter. Ja, na klar. Toll. Der hat mich fast gewonnen, die kleine Pennersau. Ich brauche Platz, das ist das Problem. Na komm. Au. Au, das war's. Zu viel rumgespielt mit dem. Okay. Gut, ich wollte euch ja eigentlich auch bloß den Farmspot zeigen. Ist nicht weiter wild. Also hier werden jetzt schon die Gegner, also es, wie gesagt, das ist auch nicht so gedacht, dass man hier die Levels der Reihenfolge nachmacht, was für sich Level 1, 1, Level 2, 2, Level 1, 2, Level 1, 3, sondern man sollte durch 1, 2, 3, 4, 5 jeweils den ersten durchgehen und so weiter und so fort. Und ja, Farmpunkt habe ich euch gezeigt. Jetzt gehen wir mal wirklich wohin, wo wir noch gar nicht waren. Genug gefehlt hier. Jetzt gehen wir in ein Level, das mag ich auch nicht wirklich. In den Turm von Ladria. Mich kraut es da schon ein bisschen vor. Ja, Keilstein der Turmkönigin. Turm von Ladria. Super, das ist ein Gefängnis. Sehr, sehr unübersichtlich. Mehrere Etagen, alles sieht doch sehr ähnlich aus. Man kann sehr viel runterfallen. Und ich weiß von dem Level gar nichts mehr. Super Voraussetzung. Aber das kriegen wir schon. Ich habe jetzt den Farmspot freigespielt. Da kann ich mich ja denn in der Aufnahmepause ein bisschen hochpushen. Ein bisschen ist gut, da kann man echt ordentlich was machen. Hier ist der Keilstein. Muss man ein bisschen aufpassen. Die Gitter kann man zum Teil aufmachen. Zum Teil braucht man einen Schlüssel. Zum Teil ist was drin. Das Gitter der Führung können wir, glaube ich, noch bei der Krähe im Schreingedöns der Stürme da eintauschen. Weiß aber nicht, was dafür gab. Hier, voll fies. Die attackieren einen auf die Schweinebacken. Scheint verschlossen zu sein, kommen wir noch nicht dran. Und ach, jetzt wird's eklig. Ich mag die Kerle nicht. Mal sehen, ob ich dem mit dem Bogen beikommen kann. Ob ich da vor allem den Schaden ausgeht. Weil im Nahkampf möchte ich die nicht unbedingt. Auch eine Oscar-verdächtige Sterbeanimation. Das auch noch zu. Please, help me. Eine Soldatenseele. Geilo, geilo.
Hier sind die Schlüssel. Jetzt können wir hier schon ein bisschen die Türen aufmachen. Und ich fange auch wirklich mal mit der Seite dort an. Das Gebimmel geht eigentlich schon auf den Senkel. Muss man auch aufpassen. Hier springen einen manchmal wirklich welche einfach an. Das habe ich nur eingesammelt. Ah, Zaubererbekleidung. Das ist nicht so verkehrt. Die ist wesentlich leichter. Hat natürlich weniger Rüstschutz, klar. Aber im Verhältnis ist das richtig, richtig schön. Da werde ich doch mal... Dann nehme ich mal die Handschuhe statt der, die ich anhab. Weil das ist ein Punkt weniger Rüstung, aber wesentlich weniger Gewicht. Okay. Außerdem geschenkten Barsch, guckt man nicht in den Arsch. So, nee, Quatsch. Wollt ja hier hinten auch noch ein paar aufmachen. Sagt, hier hüpft doch gerne mal einer raus. Der hat einen Dolch. Das meinte ich. Die haben auch ganz gerne mal vergiftete Dolche. Das ist auch noch lustig. Wobei das gleich passt, was wir hier als Item eingesammelt haben. Das ist ein Königslotus gewesen. Der heilt Vergiftung. Das Gebimmel von dem geht mir so auf den Zeiger. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir mit dem Schlüssel jetzt das gerade schon aufmachen können. Nee. Da ging es nämlich eigentlich weiter. Der mal so rumschreit, ist der Chef von dem, der im Nexus immer so rumjammert. Das ist der Frakes, oder wie der heißt. Machen wir alles auf, dann wissen wir auch, dass wir schon hier waren. Das ist natürlich einerseits ein Vorteil, wir wissen, wo wir schon vorbeigekommen sind. Andererseits bedeutet es auch, dass im nächsten Besuch, wenn wir hier ankommen in dem Level, die Gitter auch offen sind, will sagen, scheiße. Die sind alle unterwegs draußen. Die geben jetzt nicht viel Seelen, aber für so ein Standard-Gruppenzeug gar nicht schlecht. Noch eine Seele? Hm. Nice, nice. Was haben wir da Feines? Quecksilberscherbe, okay. Ich glaube, die macht sowas wie Schwerter Vergiftungsschaden oder sowas dazu. Ich weiß es gerade nicht. Ah, ich hasse ihn. Puh, Schwein gehabt. Hätte der seinen Zauber gesprochen, hätte mich gestunt und mir gleich noch einen tödlichen Zauber hinterher und einen tödlichen Angriff hinterher gebröselt. Ich merke aber, dass ich für den Level echt ganz gut gerüstet bin. Die als Two-Hit ist nicht verkehrt. Der dürfte Speisch haben. Ja, der hat Speisch. Speisch ist für Magie auffüllen. Leute, da nicht runterfallen. Scheiß Idee, bringt nichts. Übrigens benutzen die ihre Glocken, die sind blind. Ich zeige denen auch mal irgendwann eine Nahaufnahme. Die nutzen ihre Glocken, wie so nah, würde ich sagen, von einem U-Boot oder wie eine Fledermaus halt. Oh, der hat aber wenig gegeben. Das Ding ist relativ geil. Hat jetzt kaum Schutz. Aber ich glaube, das regeneriert ein bisschen MP. Ja. Ist für Magier halt gut. Es gehört zu der Ausrüstung, die wir eben eingesammelt haben. Außerdem kann ich das bei der Krähe eintauschen.
Überlege ich mir aber noch, ob ich das tausche, weil es kann auch sein, ich bin gerade so was am Planen dran. Ich habe jetzt eine Magie auch mittlerweile so hochgelevelt, dass ich sagen könnte, okay, why not? Hier guckt euch mal den Hampel an, der sieht ja aus wie Cthulhu persönlich hier mit Tentakeln aus dem Maul und bäh, wie der liest. Was wollte ich sagen? Ach ja, ich will zaubern lernen. Das ist der Schlüssel, glaube ich, den wir brauchen, um dieses Haupttor, was ich gesagt habe, zu öffnen. Das war im eigentlichen Spiel ähnlich weiterkommen. Kann hier noch irgendwas? Nö. Ah, das gibt Bimmel alleine schon. Das sind zwei Penner. Für mich Speere. Also die können nicht nur, wenn man die Tür aufmacht, einen ärgern, sondern auch... Warum hat denn der jetzt so Bambule gemacht? Der ist dann noch Kilometer weit weg, wenn ich mich nicht täusche. Unten latscht auch noch rum einer. Das war jetzt geiler Satzbruch. Mann, Mann, Mann. Okay, okay. Dann gucken wir mal. Vielleicht können wir... Oder was hinter mir? Vielleicht können wir ja eventuell und überhaupt, und hast du nicht gesehen, jetzt auf der anderen Seite das aufmachen. Da komme ich ja noch nicht rüber, da war ein Loch eindeutig. Das ist, glaube ich, eine Händlerin drin. Müssen wir auch noch befreien. Ja, das ist unterbrochen, da kommen wir noch gar nicht hin. Es geht hier wirklich so ein bisschen rauf, runter, rauf, runter. Aber wir haben ja ein bisschen was geschafft. Mann, hast du Verstopfung oder was? Ich glaube, das ist der Schlüssel für hier, den wir gerade eingesammelt haben. Jo! Yippie! Heißt, wir kommen weiter. Jetzt geht's aber erstmal nach oben. Das verwirrt einen so super hier, das Level. Macht echt Spaß. Da raffst du irgendwann gar nichts mehr. Aber nicht schlimm. Ja, ich weiß gar nicht, ob die mich jetzt unbedingt angreifen immer, aber ein paar gibt's halt, die machen es einfach. Oh, jetzt kommen wir... Blöde Geschichte. Diese einfach einsamen, eisernen Jungfrauen. Ist oft was drin. Aber einmal hüpft auch einer ganz gerne raus, der knallt einen mit dem Dolch, der mit Vergiftungsschaden so richtig schön eine von latzt. Ist natürlich weniger prall. Hier sind halt auch noch ein paar drin. Okay. Scheint verschlossen zu sein. Ja, es ist verschlossen. Ich weiß. Ich dachte, ich hätte einen Schlüssel. Ich suche eigentlich noch irgendwas Bestimmtes. Ich weiß bloß nicht, ob ich das... diese Bimmel. Ich weiß nicht, ob ich schon... Ne, kriege ich noch nicht auf. Bin ich aber gerade auch nicht traurig drüber. Kriege ich das auf? Das geht. Hier sind ein paar von diesen Hoshis, die einen vergiften können. Also das ist wirklich... Das ist ein ziemlich ekliger Kerker. Und ihr hört da schon eine Lady singen. Hier ziemlich geiles Item, wenn ich mich nicht täusche. Hi Jungs. Ich hab euch befreit, ihr müsst mir dankbar sein. Läuft gar nicht mal so schlecht. Auch wenn ich in dem anderen Level gestorben bin, jetzt hier geht's eigentlich ganz gut. Toi, 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 ich sollte meine Fresse nicht so weit aufreißen.
Ah ja. Einer davon vergiftet. Ich stelle mal gleich auf den Soldatenlotus. Oder Königslotus. War das der doch noch nicht, aber... Oh! Das war eine komplette Ausrüstung. Assassinenmaske, das ist natürlich geil. Sehr, sehr leicht, das Ding. Schön, schön. Schwarze Lederkluft. Oh, da hinten rennt er schon. Schwarze Handschuhe. Noch ein bisschen leichter, ein Punkt weniger für Rüstschutz, aber das sehe ich mal nicht so eng. Gut, das bedeutet, wir könnten eigentlich mal auf schwere Schilde und Waffen umsteigen. Okay, der wird's jetzt sein. Wie gesagt, die haben Vergiftungsschaden. Ich habe jetzt echt bloß Schwein gehabt, dass der irgendwie animationstechnisch gerade, keine Ahnung, KI hatte gerade Feierabend oder so. Juhu! Jetzt haben wir, glaube ich, alle Schlüssel schon. Aber unser Eins ist ja neugierig. Fast wäre es passiert, ne? Fast wäre ich darunter geklatscht. Okay, so. Na, dann schließen wir mal die restlichen Zellen auf, soweit es geht. Das ist sehr tief, das überlebt ihr nicht, Leute. Das ist einfach so. Ist cool, zwei komplette Rüstungssets haben wir bekommen. Und ich glaube hier, das kriegen wir auf. Yo. Und wenn ich mich nicht täusche, hampeln da jetzt auch ein, zwei... Ringel-Ringel-Typen noch rum. Ich höre sie doch schon wieder. Ich habe bloß mal geguckt, ob da unten noch irgendwas war. Allerdings eher so als Erinnerung. Den knusper ich mir schon mal ein. Merkt ihr, was die Schaden machen, die Schweinebacken? So. Irgendwo war hier noch was hinter einem Item oder sowas, was ich unbedingt haben möchte. Ich glaube, jetzt alle Türen aufkriegen zu können. Und selbst die, wie gesagt, das ist auch so ein ekliger Kerker, so viel mit dem Messer drin. Die können einem echt Stress machen, weil zu viele sind. Die anderen Jungs tun mir leid, ich sondiere die einfach bloß aus, weil billig ein paar Seelen und wenn die denn vielleicht doch auf die Idee kommen sollten, mich angreifen zu wollen, ist es einfach besser. Ah. Jetzt wieder. Stellen wir gleich mal auf Königslotus. Ring der magischen Schärfe ist, glaube ich, so. Sag schon, Magieschaden von mir geht hoch. Aber Anfälligkeit, glaube ich, auch. So, und da kommt jetzt wieder einer raus. Gut, ich hatte scheinbar den Schild schnell genug oben. Scheint mit meiner Beweglichkeit zu tun zu haben. Da geht's auch weiter. Das ist
Dabei habe ich noch nicht mal das ganze Stockwerk hier abgegrast. Da ist das Stück, wo ich fast dazwischen durchgefallen wäre. Und hier sieht die Olle. Holen wir uns erstmal schnell das Item. Und dann gehen wir mal zu Madame Singsang. Die jammert uns die Ohren voll. Ist aber auch eine Händlerin. You're an ordinary human, aren't you? Where do you call home? Oh, dear me, I shouldn't pry. Oh, perhaps you'd like something from my collection. I've had better days. I was once the wife of royalty. And I have some nice things to show for it. Na, dann gucken wir mal erstmal quatschen. Before, there were many others trapped here. But they went mad and ventured above of their own volition. Redemption? There exists no such thing. Okay, dann gucken wir mal, was die Gute hat. So, erstmal ganz... Oh ja. Ganz gute Sachen, was so Heilung und sowas angeht. Und wieder auf Höhen von Ma. Sehr schön. Mondlichtscherbe kann man nie leisten. Ein Rapier, völlig uninteressant für mich. Ist allerdings auch tatsächlich eine Waffe. Ich hatte mal gesagt, nur Speere kann man sich direkt hinterm Schild verkriechen und dann damit angreifen. Das geht mit dem Rapier auch. Da geht nicht der Schild runter. Da steht es auch unten. Holzfokus ist ein Zauberstab. Faustschild ist ein kleiner Parierschild. Jo. Schwarze Bolzen, die interessieren mich nicht. Der ist gut. Der ist richtig gut. 50.000 Seelen. Seelenbeute geht aber auch extrem hoch, ne? Nur werde ich mir das Ding nicht holen. Durch den Farm. Schnauze. Durch den Farmspot. Die hört sogar. Durch den Farmspot, den ich freigeschalten habe, ist das eigentlich völlig wurscht. Ja, jetzt singt sie wieder. Ne? Ja. Proletarier sucht den Superstar. So. Jetzt ist es mir fast ein bisschen zu ruhig. Zeug ist super. Na? Wie hängt sich's da rum? Alles okay? Ach, schon wieder blim. Schon erwähnt, dass die Kerle dich mag. Da sitzt Frakes drin. Den kriegen wir da noch nicht raus. Ich weiß nicht mehr, wie man den da rauskriegt. Keine Ahnung. Kommt wahrscheinlich noch. Ach, hier geht's noch weiter runter. Und wieder ein Durchgang offen. Und wir holen jetzt erstmal das, was da an der Wand hängt. Ne, jetzt haben wir definitiv alle Schlüssel, möchte ich meinen. Okay, doch wohl noch nicht. Weil das ging jetzt gerade nicht auf. Mal gucken, was hier ist. Auch nicht. Und da liegen Items. Die will man doch haben. Ist ja schon fast wie ein Zwang. Und dann gehen wir noch weiter runter, ist ja wurscht. Durch den Nebel treten. Jawohl. Ich glaube... Oh, schwerer Moss, sehr schön. Ich glaube, da hinten ist wieder hier. Ah, genau. Nein, ich bin tot. Oh, ich kann noch im Tod zoomen. Okay, Leute. Ja, wir haben viel geschafft. Wir haben viel aufgemacht. Sind zwar gestorben zweimal in dem Part, aber das macht jetzt gar nichts. Ist trotzdem ein guter Punkt abzuschließen. Eine halbe Stunde ist rum. Ach,
zu blöd. Vorhin haben sie das besser. Und ich würde sagen, ich gehe trotzdem mal zurück in Nexus, verabschiede mich bei euch und sage tschö, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.